Hi ihr Lieben, ich mache heute einen Mozzarella Weihnachtsbaum mit selbstgemachtem Pesto. Auf dem Blätterteig verteile ich mein selbstgemachtes Pesto. Das Rezept dafür findet ihr in meinem Tomaten-Mozzarella-Salat-Video, das ich euch oben rechts im Video verlinkt habe und unten in der Beschreibung. 200 Gramm geriebenen Mozzarella darüber streuen. Und die zweite Packung Blätterteig darüber legen. Die Form eines Weihnachtsbaums zuschneiden. Die Äste des Baumes ineinander drehen. Mit Eigelb bestreichen. Und zum Schluss noch halbierte Kirschtomaten und halbierte Mozzarella-Bällchen drauflegen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze 20 Minuten backen. Mit ein paar kleinen Basilikumblättchen dekorieren und warm genießen. Guten Appetit wünscht euch eure Veggie!